Guten Morgen. Nee, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Das sagt Mama nämlich immer. Am besten machst du das so, damit der Postbote das kapiert. Paket bitte unter den Tisch stellen. Ist das denn so schwer zu verstehen? Wir haben den Zettel an der Tür kleben. Nee, der Postbote, der nimmt das Paket wieder mit. Ne? Egal, aber jetzt haben wir es ja endlich. Nach 3 Wochen. Nee, nach 2 Tagen. Oder? So, ich hol Brötchen. Tschüss. Gestern war der letzte Sonnentag in diesem Jahr. Haben sie ja vorausgesagt. Und jetzt regnet es. Scheint wohl richtig zu sein. Aber zum Schlafen ist es auf jeden Fall schöner. Auf jeden Fall. Denn ich habe so schlecht geschlafen die letzten Nächte. Außer heute, weil wir ja gestern auf der Insel waren. Und dann ist man ja so richtig kaputt von der Luft und so. Ja, jetzt hole ich erstmal Brötchen. Wir haben endlich ein neues Auto, ne, mein Schatz? Juhu! Ein Smart, den wollten wir schon immer mal haben. Ja, die Tür ist trotzdem nicht zu. Da? Oder? Da klingt das hier drin alles nur so laut. Ja. Ist zu. Der Wagen ist allgemein so laut. So. Ja, Adi ging es nicht so gut, er musste in die Werkstatt. Und da haben wir hier so einen kleinen Leihwagen gekriegt. Und das ist Ding, kein Leihwagen, das ist ein Go-Kart. Das ist ein Go-Kart, ja. Also von außen sieht das aus hier wie Mario Kart, guck mal wie meine Donkey Kong. Ja. Da ist kein Millimeter in irgendeine Richtung. Iu. Juhu! Hast du auch so ein paar Bananen hinten dran hängen, wa? Ja. Das ist eine fahrende Banane. Das sieht aus wie bei so einem Außerirdischen, ne? Ja, der ist ein bisschen. Das ist ein bisschen holperig alles, aber ja. Eigentlich voll der Rennwagen. Das ist mir schon aufgefallen. Boah! Geht nur bis 140. Da fängt meins erst an. Aber was richtig geil ist in diesem Auto für Frauen, wieso habe ich meine Tasche eigentlich hier unten stehen? Es gibt hier eine Ablagefläche für Handtaschen. Also das sagt ja schon alles, dass das ein Frauenauto ist. Ne? Und zwar... Das ist kein Frauenauto. Sieht das so aus. Das ist geil, oder? Das ist voll geil. Und dann geil. Hast du... Beinfreiheit ohne Ende. Beinfreiheit nennst du das? Wie geht das denn aus? Das geht nicht auf. Achso, da gibt es gar nicht so eine Ablagefläche? Nee. Aber hast du das Geilste schon gesehen? Das ist für Kassetten. Wer hat noch Kassetten? Ich habe noch ein paar alte. Hyper! Von Roxette. Ich habe noch ich hab Abenteuer von Pumbo Klumeister Eder. Eine Original Michael Jackson Kassette. Bad. Das war auch Hör auf, fahr nicht so schnell. Das ist echt zu gefährlich mit dem Auto. Hör auf, Manuel, bitte. Ja, und dann auch noch hier bei Aqua Planning. Quatsch. Ein bisschen regnet, gibt es kein Aquaplaning. Man fühlt sich nicht so wirklich sicher hier, finde ich. Überhaupt nicht. Deswegen mache ich jetzt auch lieber die Kamera aus, damit wir uns hier konzentrieren können. Oh. Weil ich kann hier eh nicht viel ausrichten. Nee. Nee. Aber Dicky ist heute Nachmittag, glaube ich, fertig. Ja, Adi, hoffentlich geht es ihm besser. Ja, hoffentlich. Ja. Sonst wird es teuer. Ja. So, viel Spaß heute mit unserer Sendung. Mit der Sendung? Ja. Ach so. Nordlich Mama hat wieder irgendwas da, hatte da wieder einen Versprecher. Nordlich? Oh ja, da wollte ich. Ein rasender Versprecher. Da wollte ich irgendwas sagen und da hat sie mir die ganze Zeit immer dazwischen gequatscht. Und da habe ich gesagt, jetzt sei doch mal ruhig, wenn ich mit meinen Zuschauern spreche oder irgendwie so. Und dann sagte sie, aber ich bin doch ein Teil deiner Sendung. Ach, wie die Frau das immer ausgräbt. Wobei, das erklärt eigentlich immer, wo du deine Klatsche her hast. Ja. So ziemlich. Ich musste denn ja gestern tatsächlich noch Nordlich Papa und Nordlich Bruder besuchen, weil die waren ja Mutterseelen allein zu Hause. Warst du noch da? Ja. Echt? Noch Kappe getrunken.
Echt? Hm. Und das schöne Auto angeguckt? Oder nicht? Ja. Bin sogar vom Vor- und vom Parkplatz einmal auf die Auffahrt gefahren. Wie? Ja, mit Heinrich auf der Beifahrerseite. Ja? Ja. Und was sagt er? Das war ein klapprige Ding. Goddamn. Ging so ab. Soll das denn? Ja, aber sonst, eigentlich ist der ganz niedlich, wenn hier ein bisschen mehr Platz wäre. Ja. Guck mal, das Bein klemmt da zwischen der Tür und dem Lenkrad. Was ich geil finde mit der Scheibe, man kann so viel sehen. Ja, man kann echt gut sehen, das ist... Sonst Cabrio ist der vielleicht gar nicht mal schlecht. Ja, ich verstehe auch nicht, warum dieses Plastikding, warum die da nicht irgendwie einfach ein Schiebeding das rein, dass man es aufmachen kann. Der hier kostet vielleicht 4, 5 oder so neu. Ja? Ja. Und als Cabrio kostet er 6 und dann hast du das hier, dass das ganz weg ist. Und dieser Hammer-Kofferraum. Der ist der Hammer, da passt. Das passt unser rein. Korb rein, ja. Zwei Körbe passen da rein. Das war's. Ja. Nun aber, ne? Ach so. Jetzt steht da auch schon wieder Akku auf. Das habe ich ja ganz vergessen. Hör auf! Was denkt der denn vor dir? Das hört er doch gar nicht. Da habe ich gestern aus Versehen drauf gedrückt. Die Leute haben geguckt, als ob ich von einem anderen Planeten komme. Wurst und ja, Brötchen haben wir schon. Und einen Tag willst du die Zigeunerdinger da machen mit Reis? Okay. Zigeunerklöße. Mit Reis. Ja? Ja, Teriyaki-Spieße. Das haben wir doch noch da. Ja, das haben wir da. Was ist ja eigentlich? So. Hä? Und wisst ihr was? Wir haben das ganze Wochenende frei. Freust du dich? Können wir nicht einkaufen, das geht leider nicht. Nee, das passt Feuer. Nicht. Mehr passt da hier nicht. Hier ist der Kofferraum und da ist schon der Sitz. Wir waren gerade zu Hause, ich habe mich schön umgezogen. Ich habe das Chili Vanilli T-Shirt jetzt so angelassen und dann rufen die an, wir können das Auto abholen. Und da ist er wieder. Adi ist wieder da. Mhm. Freust du dich auch? Mhm. Ja, ne? Hier passe ich rein. Ja. Und er ist schön leise. Ja, hier hörst du kein Motorgeräusch. Außer du willst es. Ja, nun wollen wir mal hoffen, dass es ihm besser geht. Das merken wir jetzt erst mit der Zeit, ne? Ja, das wird ein paar Kilometer dauern, weil der muss sich jetzt erst wieder, das Getriebe muss erst wieder eingefahren werden. Schauen wir mal, wie es dann. Ja. Mach keinen Scheiß, ne? Bleib gesund. Ja. Das war teuer genug. Gehen wir erstmal tanken. Tanken und dann wollten wir noch zu Teddy Spardosen kaufen. Waschen. Waschen? Ja. Ist auch ganz dreckig. Oh. Das machen wir gleich mit. Nur von außen meinst du? Wenn es um sein Auto geht, dann kann er putzen, ne? Aber im Haushalt interessiert es ihn überhaupt nicht. Sehr interessant, mit was für einem Eifer er dabei ist. Und nochmal nachschmeißen.
muss ja vernünftig gereinigt werden, ne? Was denn? 2 Euro für. Nee, ich habe nur noch 1 Euro, hatte ich doch gerade noch. 1 Euro hatte ich doch nur noch. Nee, dann irgendwo ein Mülleimer. Ja, dann hat's das. Möchtest du noch ein Cola-Fläschchen? Nee. Ich habe jetzt gehofft, dass du ja sagst. Nein. Was ist? Nein. Das ist jetzt sauer, dass es umgekippt ist, ja, oder was? Ich habe schon alles wieder sauber gemacht, schon alles wieder gut. Das ist nicht gut. Da ist alles nass, ich muss es nur wegschmeißen. Klebt. Ja, hier, guck mal da rein bitte. Nein. Hier, ich zeige euch das mal von der Hitze. So heiß war es bei uns. Was? Guck eben. Hm? Ja klar, wenn es jetzt wieder kalt wird, wird das wieder eine Matte. So, guck mal, ob da ein Mülleimer ist. Aber Zapfsäule. Hallo, mein Superkoch. Das sieht auch schon lecker aus. Ja. Und das riecht auch schon lecker. Ja. Bist du auch ein Superkoch? Nein. Wieso? Nein. Koch ist nichts für mich, die müssen echt zu hart arbeiten. Aber du kannst doch gut kochen. Ja, aber das wäre kein Job für mich. Die müssen echt knüppeln, die armen Schweine. Ja. Das, so, du meinst so richtig im Restaurant oder so, ne? Ja. Aber das sieht man ja nicht. Man sagt mal, ach, nee, das ist ein Kocher war, ja. Schleppen, putzen. Organisationstechnisch ist das, glaube ich, auch schon richtig krass, sodass alles gleichzeitig fertig wird und verschiedene Gerichte. Da frage ich mich immer, wie die das hinkriegen. Das muss erfahren werden, ne? Mhm. So, also dies hier, dann gibt es Kroketten. Ja. Und was ist damit noch? Das kommt alles gleich mit zusammen in die Auflaufform. Oh. Du bist auch der beste Koch, ne? Ich wollte euch nur noch mal zeigen, was mein Mann hier gezaubert hat. So. Das essen wir jetzt, ne? Dann würde ich sagen, dass wir uns mit diesem wunderschönen Bild, das sieht aus wie im Restaurant, verabschieden. Oder? Das könnten wir tun. Ja, aber ich bin richtig groggy von gestern noch von der Insel. Todmüde um 7:45. Ich glaube, wenn ich das hier gleich alles aufgeräumt habe, dann werde ich auf dem Sofa mit Sicherheit einpennen. So, geht los. Guten Appetit. Guten Appetit. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann seid doch auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Show. Manuel, du weißt das genau. Sendung. Nein, das war eher eine Show als eine Sendung. Zu einer neuen Sendung. Selbe Stelle, selbe Welle. Tschüss. Tschüss.